Was brachte Sie dazu, sich mit Max Weber zu beschäftigen? Ich habe ja nun Soziologie studiert und im Fach Soziologie gilt Max Weber als der Klassiker schlechthin. Also ob Sie wollen oder nicht, könnte man antworten, kommen Sie um die Beschäftigung mit Max Weber nicht herum. Bei mir heißt das konkret, dass ich schon beim Studium an der Universität München mich mit dem berühmtesten vielleicht seiner Texte, dem über die protestantische Ethik und den Geist des Kapitalismus, beschäftigt habe. Und dann im Lauf des weiteren Studiums und danach mit vielen weiteren seiner Schriften. Und dass ich ja auch in der weiteren wissenschaftlichen Laufbahn umgeben war von oft leidenschaftlichen Weberianern. Also Leuten sowohl in Deutschland wie in den USA, auch in Großbritannien, für die Max Weber überhaupt, also die Quelle der Weisheit ist, wenn man das etwas ironisch sagen darf, wobei mir schon immer auffiel, dass die sehr unterschiedliche Behauptungen haben über das, was Max Weber nun angeblich behauptet hat. Also sie sind alle begeistert von Max Weber, aber über unterschiedliche Gedanken. Welchen Einfluss hatte das Werk Max Webers auf Ihre eigene Forschungsarbeit? Also das würde ich so formulieren, dass einiges an Max Webers Arbeit für mich tief vorbildlich ist, seit Jahrzehnten und bis heute. Aber das ist nicht direkt dann jeweils das, was Max Weber im Einzelnen behauptet hat, was mich so inspiriert, sondern mehr eine Art Stil des Forschens, nicht des Schreibens, aber des Forschens. Damit meine ich, dass er im Unterschied zu vielen in den heutigen Sozialwissenschaften eine enorme historische Bildung hatte und eine enorme historische Tiefe aufweist. Er redet nicht über Gegenwart einfach, er redet auch über Gegenwart, aber die Gegenwart wird in das Licht einer sozusagen universalhistorischen Kenntnis getaucht. Er ist ein Pionier, was eine globale Orientierung betrifft, also den Vergleich etwa mit der chinesischen oder der indischen Geschichte, das hat zu seiner Zeit kaum einer gemacht. Es gab vielleicht ein paar China- oder Indien-Experten, aber das in dieser vergleichenden Weise zu tun. Und er hat, obwohl man darüber jetzt viel mehr sagen müsste, sich sicher immer auch stark für das Verhältnis zwischen empirischer Wissenschaft und normativen Fragen interessiert. Das alles halte ich für vorbildlich und ich darf ja vielleicht sagen, dass ich 9 Jahre lang der sogenannte Max-Weber-Professor war und ein Institut, das nach ihm benannt ist, das Max-Weber-Kolleg in Erfurt geleitet habe. Ohne also in irgendeinem Sinne ein orthodoxer Weberianer zu sein. Max Weber gilt als Klassiker. Was macht sein Werk heute noch aktuell? Da kann ich fast dasselbe antworten, was ich gerade geantwortet habe. Also für mich aktuell ist eine empirisch orientierte, aber deshalb nicht normativ desinteressierte Sozialwissenschaft mit großer historischer Tiefe und in globaler Orientierung. Das macht es aktuell. Ja, unabhängig davon, ob der Weber in den einzelnen Behauptungen über China oder über den Protestantismus recht hatte, das meine ich eben oft, dass er da nicht recht hatte. Welcher Teil der Arbeit Max Webers hatte den größten Einfluss auf das Denken in seiner Zeit? Ja, in seiner Zeit haben ja eigentlich nur kleine Ausschnitte seines Werks eine große Bedeutung gehabt, weil er starb, so kann man sagen, auf einem Haufen von Fragmenten sitzend, die posthum großenteils erst veröffentlicht wurden und auf die dann seine Weltbedeutung eigentlich erst zurückgeht. In seiner Zeit hatte er sicher Ansehen. Es war auch eine Art Geheimtipp, ist zu salopp gesagt, aber sozusagen eine mythische Figur im Hintergrund. Er hat lange aus Gründen, aus Gesundheits- oder Krankheitsgründen nicht gelehrt und ist dann in dieser Zeit auch kaum öffentlich aufgetreten. Es gab diesen eben hochkontroversen Aufsatz über die protestantische Ethik. Und es gab dann in seiner Spätzeit solche Reden wie Wissenschaft als Beruf, die stark
eingeschlagen haben. Aber die eigentliche Substanz seines Werks ist im Wesentlichen erst nach seinem Tod rezipiert worden. Wenn Sie die Möglichkeit hätten, Max Weber persönlich zu treffen, worüber würden Sie mit ihm sprechen wollen? Welche Frage würden Sie ihm stellen? Also ich glaube, ich möchte zunächst einmal sagen, ich hätte große Sorgen vor einer solchen persönlichen Begegnung. Und das sage ich nicht bezogen auf alle großen Geister der Vergangenheit. Also es gibt welche, wo ich mir vorstelle, das ist ganz locker, wenn man sich mit denen trifft und man kann sagen, ich habe übrigens in Ihren Schriften immer eine Sache nicht verstanden, jetzt erklären Sie mir die mal. Oder ich fand immer eine Sache nicht überzeugend, sagen Sie doch noch mehr, als Ihre Schriften dazu enthalten. Das kann ich mir bei Max Weber schlecht vorstellen. Ich glaube, mit Verlaub, dass der sehr monologisch war und nicht gut im dialogischen Gespräch, dass er auch rechthaberisch war und cholerisch. Und das alles führt dazu, dass man Sorgen hat, so jemand gegenüberzutreten. Aber ich hätte viele Fragen an ihn, die mich auch wirklich heute beschäftigen. Und ich nenne, wenn es gestattet ist, zwei und nicht nur eine. Die erste ist, ich glaube, dass er am Schluss seiner geistigen Entwicklung, die durch vorzeitigen Tod abrupt beendet wurde, eine andere Sicht als vorher auf Staat und Demokratie zu entwickeln begonnen hatte. Also er hat in dem, was wir von ihm hauptsächlich kennen, sehr stark bei allen politischen Ordnungen das Moment der Herrschaft betont. Und das ist auch wahrlich wichtig. Aber um zum Beispiel Demokratie richtig zu verstehen, vielleicht alle politischen Ordnungen richtig zu verstehen, darf man, glaube ich, nicht nur den Aspekt der Herrschaft sehen, sondern auch einen Aspekt, den andere genannt haben, den der Genossenschaft. Also wo nicht einer über die anderen bestimmt, sondern wo Menschen miteinander etwas regeln. Und da gibt es in seinem Werk, finde ich, kein Gleichgewicht zwischen diesen beiden Aspekten, aber vielleicht zeichnet sich ein solches in seinem Spätwerk ab. Und das wüsste ich gerne von ihm näher. Und das Zweite, was ich jetzt kaum in wenigen Sätzen verständlich machen kann, wäre, er hat ja in einem Haus gewohnt in Heidelberg mit einem anderen der bedeutendsten Gelehrten des Wilhelminischen Kaiserreichs, Ernst Troeltsch. Und die beiden waren eng befreundet, bis sie aus Gründen, die keiner so richtig versteht, sich völlig entzweit haben im Jahr 1915. Und Troeltsch ist dann auch nach Berlin gegangen, an die Universität und so weiter. Aber es gibt ungeheuer interessante Fragen, sobald man die Lebenswerke der beiden miteinander vergleicht. Und ich würde den Max Weber gern fragen wollen, vergessen Sie mal Ihren Streit und vielleicht die persönlichen Dimensionen, die dieser Streit hatte mit Troeltsch, und nehmen Sie jetzt mal zu Schriften Stellung von Troeltsch, die der nach ihrem Tod geschrieben hat und veröffentlicht hat. Denn da stehen vielleicht Sachen drinnen, von denen Sie etwas lernen könnten.